Moin Moin St. Pauli, Moin Moin, ich bin wieder zurück in Hamburg. Ich war eine Woche lang jetzt auf Mallorca und habe dort nicht nur das Spiel des FC St. Pauli gegen Kiel am AFM-Radio gehört, mit einem kleinen leckeren Cerveza auf dem Balkon zum Sonnenuntergang um 18.30 Uhr. Ziemlich genau zum Anpfiff ist die Sonne untergegangen, erinnere ich mich. Und vielen Dank nochmal an dieser Stelle an die Jungs vom AFM-Radio. Ich finde ja nach wie vor, ihr macht das ganz, ganz toll. Und ihr seid quasi der Ersatz für selbst im Stadion sein. Ich kann mir das alles, also ich habe tatsächlich überlegt, ob ich mich noch mit Holger in Calamillon verabrede und wir in die Pizzeria gehen, zum Fußball gucken bei Sky. Ich habe es dann irgendwie nicht geschafft, weil ich auf der anderen Seite der Insel unterwegs war. Und war dann auch erst ein bisschen traurig, weil ich dachte, ah scheiße, jetzt kannst du das nicht sehen, aber ich konnte es hören. Und ich konnte dank euch dabei sein, wirklich dabei sein. Die Atmo ist überhaupt auch das Coolste nach den Aktionen, die besprochen werden. Und dann hört man den Gästeblock und die ganze Atmosphäre im Stadion. Und surrealerweise guckt man da irgendwie aus dem Mittelmeer und isst Oliven und trinkt Bier. Das ist einfach was ganz anderes Mal. Also, dass wir dann auch noch gewonnen haben. Und wie? Ach, herrlich. Ein wildes Spiel. Ein wildes Spiel. Und ich habe dann am Tag danach dem wilden Spiel oder beziehungsweise zwei Tage danach, am Sonntag, habe ich mir gesagt, wenn du schon mal auf Mallorca bist, könntest du dir ja auch inspiriert durch Ariane mal ein Fußballspiel angucken und habe mir Karten gekauft für Atletico Baleares gegen Castellón oder Castellón. Oder wie wir in Norddeutschland sagen, Castellón, ne? Castellón. Und, oder meine Oma hätte, die sagt, hat auch Zitrögen gesagt und Alain Delon und so. Also Castellón. Und war in einem Stadion mitten in der Stadt zwischen Ausfallautobahnen, so wie man sich das vorstellt. Ich weiß gar nicht, wann die gebaut worden ist, aber ich würde mal sagen, 70er, 80er Jahre, ursprünglich Betonschüssel mit so einer klassischen, das hatten wir auch schon mal in Dänemark gesehen, so eine Stahlbeton-Mupfel, die da so die spärlichen VIP-Sitzplätze bedeckt. Aber voll ausgestattet mit einer Gästetribüne, mit einer Nordtribüne, wo dann auch die 5 oder 6 Ultras stehen. Nein, vielleicht waren es auch 13, die sich da so ein bisschen abspalten von der Fan-Haupttribüne. Auf der Gegengerade saßen sogar 8 bis 10 Leute. Es war windig, aber es hat kaum geregnet, nur ein paar Tröpfelchen. Es waren ungefähr 13 bis 14 Grad bei einem scharfen Wind aus Südwest. Dementsprechend die Heimfans auch mit Daunenjacke, Polarausrüstung und Wollmütze ausgestattet. Und ja, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich werde auf jeden Fall, wenn ich auf Mallorca bin, dann nochmal hingehen. Das ist ein sehr schöner Ground, sehr angenehme Menschen. Man kann sehr guten Kaffee da trinken für 1,50 Euro und ein Bocadillo essen für 3,50 Euro. Also das ist alles auch noch kommode Preise. Nicht so wahnsinnig wie anderswo in Deutschland oder so. Nee. Und es ist ansehnlicher Fußball, technisch so irgendwo zwischen Regionalliga und Dritte Liga angesiedelt, würde ich sagen. Und der Tabellenführer Castellón, der auch technisch sehr viel besser war, hat allerdings die letzten Spiele nicht gewonnen gehabt und seinen Vorsprung oben so ein bisschen verdaddelt. Etwas, was der FC St. Pauli ja auch gut kennt.
Und die Heimmannschaft, die einem Deutschen gehört, bei der auch übrigens Benedikt Pliquet eine Zeit lang gespielt hat. Ich habe auch keine Spuren von ihm gefunden, keine Trikots, die zu seiner Ehre irgendwo aufgehängt wurden oder sowas. Hat mich auch keiner angesprochen, obwohl ich ein St. Pauli-T-Shirt trug. Aber ansonsten sowieso wird er nicht so richtig aktiv angesprochen, wird man da nicht. Also ich zumindest nicht. Und der deutsche Eigentümer, der hatte eigentlich mit der Mannschaft vor, in die zweite Liga aufzusteigen. Jetzt sind sie aber auf einem Relegations- oder Abstiegsplatz in der dritten Liga, müssen also noch ein bisschen fighten, um die Liga zu halten. Und haben einen echt guten Kampf hingelegt. Das war ein wirklich schönes Spiel im Sinne von angucken. Es ist dann am Ende. Ach, hört euch einfach die letzten 10 Minuten dieses Spiels, habe ich ein bisschen kommentiert. Hört euch die als Bonus an. Bonus deshalb, weil diese Folge wird insgesamt ungefähr 12, 13 Minuten lang sein, 15 Minuten vielleicht. Und heute Abend treffe ich mich mit Willi und Markus und dann wird nochmal ordentlich ein St. Pauli Pop OG Podcast mit uns dreien aufgenommen. Und da geht es bestimmt nicht nur auf Mallorca, sondern auch unter anderem um Fabian Hürzeler. Und was machen wir denn jetzt eigentlich? Oder ist das vollkommen egal? Ist das nur so ein Boulevard-Ding, auf das man dann so anspringt gerade? Wer weiß es. Habt ihr Meinungen oder Ideen für heute Abend? Denn ihr könnt euch das jetzt gleich anhören, heute Mittag noch, wenn ihr nach draußen geht. Es scheint die Sonne in Hamburg. Es sind ungefähr 6 Grad. Also raus mit euch und den Podcast hier auf die Ohren. Und dann könnt ihr mal in der Mittagspause eine Viertelstunde reinhören in den Bonus und schickt mir eure Ideen. Oder wenn ihr selber mal schon mal auswärts wart oder auf Mallorca wart zum Fußball hören, schickt mir eure Anekdoten und Ideen für den Podcast heute Abend. Und dann hören wir uns nämlich spätestens morgen schon wieder. Also bis dann, jetzt geht's los. Die letzten 10 Minuten. Athletic Baleares gegen Castellón. Moin Moin St. Pauli aus dem Estadi Balear, wo ich Atletico Baleares gegen Castellón sehe. Ein heißes Spiel. Ein heißes Spiel, das jetzt in die Endphase geht. 80. Minute. Der Club aus Mallorca, dritte Liga, 18. von 20, akut abstiegsgefährdet, fightet sich in eine Partie, die allerdings 0:1 steht, durch ein umstrittenes Tor. Rote Karte jetzt für einen Trainer. Sowieso ist das neben dem Platz irgendwie das Lustigste. Ein Balljunge, ein Ballmensch, der den Ball nicht rausrücken wollte, als Castellón den Ball hatte. War sehr lustig mit anzusehen, wie die sich angekeift haben. Und man hat es auch gehört. Ungefähr 1000 Menschen im Stadion. Die Haupttribüne ist gut besetzt. Es gibt exakt 13 Ultras von Atlético Baleares und es sind ungefähr 150 Gäste vom Festland angereist. Ist so ein bisschen wie bei Altona 93, nur mit einem richtig schönen Stadion, mitten in der Stadt, an einer Ausfallautobahn gelegen, gerade frisch renoviert und eigentlich für mehr gedacht vom deutschen Eigentümer, der seit 2014, also seit 10 Jahren, diesen Club hier führt. Eigentlich wollten sie in die zweite Liga aufsteigen. Das wird jetzt erstmal nichts, sondern man muss sich darauf konzentrieren, die dritte zu halten. Noch 10 Minuten. Und es könnte durchaus das 1:1 fallen. Also die Chancen sind da. Technisch nicht so richtig stark, die Jungs von der Balearischen Insel. Aber Castellón macht auch nicht den Deckel zu. Jetzt gucken wir mal. Jetzt zeichnet sich gerade der Torwart, ein Nachfolger von Benedikt Piquet, im Tor von Athletic aus. Und es gibt nochmal Ecke für Castellón. Schön ist hier im Stadion, dass lustigerweise auch alles in Blau und Weiß ist. Hörer unseres Podcasts wissen, dass Willi, Markus und ich auf unseren Auswärtsfahrten
ohne es zu wollen, immer an Vereine geraten, die Blau und Weiß als Farben haben. Kolding, Zwolle, Brescia und jetzt Atletico Baleares. Das sind noch 5 Minuten zu spielen und ehrlich gesagt, die Mannschaft, die hier mehr Bock hat, ist die Heimmannschaft und kommt noch mal ein bisschen Stimmung auf. Aber frei nach Andreas Brehme, hast du Scheiße am Fuß, hast du Scheiße am Fuß. Und das ist heute zumindest für die Heimmannschaft von den Balearen aus Palma de Mallorca tatsächlich, verspringen die Bälle auf dem, also Bornemann, also wir sind sowas nicht mehr gewohnt an Rasen oder 5 Meter Raum, ehrlich gesagt. Aber es ist ja auch dritte Liga in Spanien. Fühlt sich wirklich so ein bisschen an wie Altona 93 gegen Paloma. Nur, dass die Anreise wesentlich weiter ist. Auch sehr lustig, dass man jede Beschimpfung auf dem Platz hören kann und ganz weit. Und wenn mal jemand einen sehr ausgefallenen Kommentar hat, dann lacht schon mal das halbe Stadion. Weil, also Spaß haben die hier auch bei einer drohenden Niederlage. Ich melde mich gleich nochmal zur Schluss 5 Minuten. Bitte 88. Spielminute, noch eine Ecke für Athletic. Eben noch ein schöner, ich weiß nicht, ob es Pfosten war oder gehalten vom Torwart von Castellón. Ja, und er geht durch Freund und Feind durch. Nochmal eine Ecke. Oh, und der Schiedsrichter gespannt. Zeigt auf Abstoß. Ja, es sind so die kleinen Entscheidungen, die gegen Athletic Baleares fallen und die großen. Aber mein Lieblingsspieler ist die Nummer 2, rechter Verteidiger von, also der Manolis Saliakas von Athletic. Das ist eine kleine Drecksau, muss man sagen. Also er versucht immer Fouls zu schinden, wird auch oft gefoult, aber dadurch, dass er wirklich ein alter Schinderhannes ist, pfeift der Schiri schon mal gar nicht mehr, wenn er von den Beinen geholt wird. Und da er auch ein bisschen kleiner ist, fliegt er auch gleich erstmal 2-3 Meter weit, wenn er die rechte Seite runterläuft. Und eigentlich ein sehr gutes Spiel, also ähnlich wie Saliakas, sehr gut im Ball behaupten ist auf der Seite. Das meiste läuft über rechts, jetzt mal über links. Und jetzt mal gucken. Ah. Und weg. Ah, die Nummer 8 überhastet übers Tor. Abstoß, 90. Minute. Das wäre es dann nochmal gewesen. Also ich würde es meinem Gastgeberverein natürlich echt wünschen, wenn die hier noch ein Pünktchen mitnehmen. Gebrauchen können sie es auch, denn sie sind 5 Punkte weg vom rettenden Ufer, wie man jetzt in den Zeitungen lesen konnte. Aber Castellón auch nicht mit einer Spitzenreiterleistung. Und der junge Mann mit dem Taschentuch in der Nase, der sich schon an den Oberschenkel fasste, der geht jetzt auch vom Platz. Castellón wechselt nochmal und ich nehme nicht an, dass da noch lange nachgespielt wird. Ansonsten sehr lustig, dass die Fans aus Castellón sehr viele Chants singen, die wir am Millantor auch singen. Ich bin immer so ein bisschen versucht, da mitzusingen. Sowas wie hier im Frankenland spielen wir euch an die Wand. Nur auf Kastellanisch eben. So, ich melde mich nachher nochmal mit dem richtigen. Oh, es gibt 5 Minuten oben drauf. Das könnte ja noch was werden, ne? Das könnte noch was werden. Aber die erste davon wird schon mal verdaddelt. Ah, sie sind noch alle, haben alle keine Kraft mehr. Tja. Die Nummer 7 eingewechselt, ein großer Stürmer. Technisch alles nicht so richtig. Ecke.
Nochmal Ecke. Wir haben die 92. Minute. Jetzt kommt nochmal. Stimmung auf. Gehen Palma nach Mallorca. Und der Torwart kommt mit nach vorne. Das wäre ja jetzt ein schöner Schauner-Moment, den wir hier erleben können. Da ist auch keiner beim Torwart. Oh, das war schlecht. So, ich glaube, das war's langsam. Castellón ist mit am Konter. Torwart ist inzwischen wieder in seinem Tor zurück. Das ist gut. Und nochmal eine schöne Grätsche von hinten. Das ist alles. Ach so, vielleicht sogar erst in den Städten gegen Osterverborn, teilweise. Nochmal Freistoß, 95. Minute. Freistoß wird ausgeführt, lang alle Mann im Strafraum. Mit der Schulter geklärt durch einen Spieler von. Oh, da schön reingeschlänzt. Ja, und nochmal Einwurf. Castellón kriegt den Ball nicht raus. Jetzt sind wirklich alle im Strafraum. Und es gibt nochmal eine Eingabe. Es bleiben auch alle im Strafraum, lustigerweise. Oh nein, Querschläger. Und hoch rein, hohe Luft umsteigen. Jetzt ist die 2. Wenn der fällt, passiert nichts. Pass auf. Und nochmal Ecke. Einwurf. Alter Schwede, da wird geklammert und gehalten. Aber jetzt kommt der Ball raus, noch einmal zum Torwart. Und er gibt nochmal lang rein. Lange Hafer, aber wird wieder rausgespielt. Ich glaube, das war's. Torwart ist aus seinem Kasten raus. Aber es gibt keine Tor des Monats-Szene. Vielleicht nochmal einmal die letzte Aufbäumung noch hier aus. Aber das war's. Abgefangen. Und der Konterläufer von Castellón. Das sollte mal ein Versuch werden von weiter weg, aber den gibt's nicht mehr. Vielleicht noch mal einmal nach vorne dreschen den Ball. Sehr schön. Der Schiedsrichter pfeift ab. Und das war die erste Niederlage, die ich hier im Stadion habe. Also es hat wirklich Spaß gemacht bisher. Vielleicht komme ich nochmal wieder. Und weil tatsächlich alle unzufrieden sind mit dem Schiedsrichter, zeigt er nochmal nach Abpfiff ein paar gelbe Karten. Das ist schön. Ob die wissen, wo sein Auto steht, ich weiß es nicht. So, wir hören uns später nochmal. Bis dann.